So, traditionelles Frühstück. Luisa isst Natto. Natto. Das sind gekochte Sojabohnen. Die werden dann nochmal fermentiert mit so einem bestimmten Bakterium, dass sich eben diese Fäden bilden. Man rührt das eine ganze Zeit lang. Man sieht schon, das wird dann so fertig. Der riecht auch nicht gut. Ich finde ein bisschen nach Alkohol tatsächlich. Das ist mein Frühstück. Genau, man isst das einfach so mit Reis und Ei. Ich hätte mal gesagt, entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich bin mir nicht sicher, es schmeckt ein bisschen nach Hefe. Ist halt fermentiert. Überraschend wenig sauer. Wir wohnen hier in einem sehr traditionellen japanischen Haus. Ganz charakteristisch sind diese Schiebetüren hier überall. Die sind jetzt hier im Winter aus Glas. Oder hier auch mit Papier. Und genau, eigentlich sogar hier im Raum auf fast jeder Seite. Und im Sommer, damit es einfach nicht zu heiß wird, dass man nicht diesen Gewächshauseffekt hat, werden die alle ausgetauscht. Und da hat man dann so Holztüren, die dann aber auch so ein bisschen geriffelt sind, dass quasi da auch die frische Luft durchziehen kann. Und am Boden haben wir auch hier diese Matten. Die sind auch super gut geeignet zum Yoga und sind echt richtig schön weich. Auch zum Schlafen. Also da wird einfach ein Bettbezug drüber gelegt. Ja, nochmal so ein Futon auch. Auch das ist ein cooles Gadget. Luisa putzt ihn gerade. Dieser Tisch, der ist nämlich unten offen. Der geht unten ein bisschen tiefer rein. Hier drunter gucken. Und unten ist eine kleine Heizung. Also so ein kleiner, ja, eine kleine Elektroheizung. Da kann man dann drin sitzen und hat warme Beine und Füße. Ganz nett. In der Nacht wird es nämlich hier auch relativ frisch, so 7 Grad. Deswegen ist das eine ganz angenehme Sache. Die Kirschblüte ist noch im vollen Gange. Aber wir gehen zum Teefeld. Am Ende der Kirschblütenzeit blüht auch der Rhododendron. Wir sind echt in einer richtig guten Zeit hier. Es ist gerade so der Übergang von Kirsch- und Rhododendronblüte. Also blüht eigentlich quasi überall was. Wow, hier ist ein riesiger Bienenvolk, das soll umgewedelt werden. Da wird das jetzt vorbereitet, da wird Zuckerwasser reingemacht. Oh. Und da dürfen sie dann mal drin wohnen. Oder Hannes, normal Homo. Oh, wow. Auch in Japan gibt's Lizards. Nicht so schnell. Weg ist er. Ich hoffe, man erkennt ihn. Kleiner Frosch ist zu Besuch. Tarnt sich hier ganz gut. Ja, und Luisa? Jetzt scheint sie gerade nicht. Ah, die Sonne kann ganz schön hart sein. Deswegen das gleiche Kopfoutfit wie in Vietnam. Genau. Ja, und unsere Aufgabe ist es hier, die braunen Blätter. Sind leider hier gerade sehr viele, ja, die braunen Blätter hier alle zwischen rauszumachen, dass einfach dann in 3 Wochen, wenn diese feinen Blättchen hier geerntet werden, nicht zu viel alter Schmuder mit drin ist. Ja. Manchmal sind auch irgendwie Brombeeren oder sowas mit drin. Aber schöne Kulisse!
Der japanische Wald ist im Deutschen eigentlich relativ ähnlich, aber es gibt sehr, sehr viel Bambus und man hat diese super schönen Bambuswälder. Hier sieht man auch einen neuen Trieb einer Bambuspflanze. Hier ist auch noch so ganz kleine. Die werden häufig auch ausgebuddelt und ja, gegessen. Wir fahren hier gerade auf der Ladefläche vom Pickup mit, weil wir uns leider verlaufen haben. Und sind jetzt bestimmt schon seit 4 Stunden gewandert und hätten jetzt immer noch 1,5 Stunden bis nach Hause gebraucht und jetzt werden wir mitgenommen. 20 Kilometer haben wir, ich glaube 7 wären es noch. Ja, und da hat uns ein netter... Wir haben auch gar nicht getrampt, der hat einfach so angehalten und gefragt, ob wir uns mitnehmen sollen. Meint, es wäre ganz schön lang, die Sonne geht bald unter. In der Küche ist gerade viel los, alle kochen Abendessen. Und hier wird auf traditionelle Weise Reis gekocht. Hier unten ist das Feuer oder die Glut vielmehr. Hier oben in diesem Pott ist Reis drin. Und genau hier kocht der Reis. Und man kann natürlich den Reis genauso gut in einem Reiskocher zubereiten. Aber das Besondere eben an dieser traditionellen Methode ist, dass der Reis so ein bisschen an dem heißen Topf anwappt sozusagen und so ein bisschen so eine bräunliche Kruste bildet und das ist eben besonders lecker. Wahlkampf in Japan. Wir sind gerade bei einem Wahl-Event. Es wurde eine Nummer gezogen und die Nummer, die man gezogen hat, das ist dann ja die Position, wo man auf der Wahlkarte erscheint und unser Haus tritt an. Alles spannend, allzu viel haben wir nicht verstanden, aber es scheint ein großes Event zu sein. Und er ist die Nummer 8. Er ist die Nummer 8 von 23. Ich glaube, damit ist er ganz zufrieden. Wir sind Naturheiler und wir haben Puschen bekommen. Leider viel zu klein. Mhm. Naja. Wahlkampf in Japan. Und wir merken, der ist ganz schön strukturiert. Ja. Hier sehen wir eine Plakatwand. Hier hat jeder die gezogene Nummer und wird hier aufgehängt. Das ist hier unser Favorit. Das ist unser Haus. Ja, und sonst hängen auch keine Plakate. Auch alle gleich groß und alles. Ja. Auch Geschenke sind verboten. Also man darf Flyer verteilen. Aber auch die müssen vorher eingereicht werden. Keine Bratwürste wie in Deutschland als Geschenk oder Kugelschreiber, alles verboten. Also alles sehr strukturiert. Nur Luisa darf mit ihrer Fahne rumlaufen. Wir besuchen einen Schrein in Janne. Und hier sitzen überall schon so kleine Statuen. Manche haben auch Geschenke. Dieser hier zum Beispiel hat Bier. Und hier oben haben wir noch ein paar Reste von der Kirschblüte, noch ein paar Blüten. Japan soll auch im Herbst super, super schön sein, weil wir so viel Ahorn haben. Aber das sieht jetzt auch im Frühling schon einfach aus wie so ganz, ganz viele kleine Sterne. Wirklich wunderschön. Wir sind ganz oben angekommen und Yame ist ja sehr bekannt für Tee. Man sieht hier überall Teefelder. Da, da, da. Und die Aussicht ist wirklich Wahnsinn. So. Und hier haben wir nämlich den Mann, der den Tee nach Yame gebracht hat. Das ist ein Mönch, der wohl viel gereist ist, unter anderem auch nach China. Und genau, von da die ersten Teepflanzen nach Japan bzw. hier nach Yame gebracht hat. Diesen kleinen Weg sind wir gerade lang gekommen. Ja, die ganze Frühlingsfarben, alles hellgrün. Super schön und es blüht halt wirklich unheimlich viel. Hier sieht man noch den anderen Felsen. Da. Die Geräusche im Hintergrund sind die Politikkampagnen, da wo wir gestern waren. Fahren die Leute mit den Autos rum und rufen. Genau, es wird viel Wahlwerbung gemacht. Ja, weil sie nur eine Woche dafür Zeit haben. Genau, da unten sieht man das Auto. Hat man es gerade gesehen? Genau, es gibt quasi einen Startschuss, dann hat man eine Woche Zeit, um ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Und Sonntag ist dann die Wahl. Hier unten haben wir auch noch mehr Frühling. Der Blauregen blüht. Und eben nicht nur in so Parks, sondern auch einfach hier im Wald. Heute ist endlich wieder gutes Wetter und man hört es schon im Hintergrund. Wir sind hier auf dem gefährlichen Weg zum geheimen Wasserfall. Seit
20 Grad ist es ungefähr, aber Luisa möchte unbedingt schwimmen am Wasserfall. Schauen wir mal. Wir spazieren durch die Teefelder und da hinten sieht man es, der Tee ist eingepackt. Das macht man einfach, um den Tee quasi so ein bisschen zu stressen, damit andere Enzyme gebildet werden. Das wird zum Beispiel auch bei Matcha gemacht. Genau, und so kann man eben von dem Tee nochmal den Geschmack ein bisschen beeinflussen, je nachdem, wie lange man den ja eben einpackt oder beschattet, sagt man. Hier diese ganz, ganz jungen, noch geschlossenen Blattknospen sind die, die eben für den weißen Tee verwendet werden. Für alle anderen Teesorten nimmt man hier dann diese größeren, hellgrünen Blätter. Und hier sieht man schon ganz, ganz viele junge, hellgrüne Blätter. Da ist bald Ernte angesagt. Ungefähr in einer Woche genau. Soll geerntet werden. Kommt aber ganz auf die Region an. Normalerweise ist schon Erntezeit, aber wir sind hier in den Bergen, genau. Höher gelegen, deswegen ist es hier ein bisschen später. Deswegen haben wir es leider, verpassen wir das gerade. Genau. Bei der Ernte werden zwei Schnitte gemacht. Also es wird einmal der erste Schnitt mit einer Maschine gemacht. Genau, da kommen hier die ganzen jungen Blätter, die ganzen kleinen Blätter. Das ist dann, das ist so der hochqualitative Tee. Genau. Und beim zweiten Schnitt geht man dann nochmal lang. Und das sind dann die ein bisschen weniger qualitativ hochwertigen Blätter. Genau, der billigere Tee dann auch. Da kommen eben dann auch diese älteren, dunklen Blätter teilweise mit rein. Genau. Und der wird dann vor allem für so Eistees und so weiter benutzt. Das hier, was gerade ja, so ein Paradies für Bienen und eigentlich alle Insekten ist, ist eigentlich eine Reisterrasse. Wir haben hier ja, ganz, ganz viele Reisterrassen. Hier geht es auch nochmal hoch, darüber ist die nächste Etage. Und es fällt auf, es ist alles voll mit hier der chinesischen Milchwicke, ist diese Pflanze. Wir sind uns nicht sicher, ob das einfach eine Gründüngung ist, bevor der Reis hier gepflanzt ist, weil es wirklich sich durch die ganzen Reisterrassen zieht. Aber so oder so wirklich sehr, sehr schön und die Bienen und Hummeln freuen sich. Hier sehen wir überall Terrassen, hier sehen wir die kleinen Blümchen und soweit das Auge reicht, entweder Teefelder wie hier, hier sehen wir auch den eingepackten Tee, den Luisa eben schon erwähnt hat und weiter hinten sehen wir auch Reisterrassen. Reis wird in Japan als Grundnahrungsmittel gegessen, wie in großen Teilen Asiens. Und dieser Terrassenanbau ist besonders effektiv, weil man da das ganze Jahr über eigentlich Reis anbauen kann. In diesen Terrassen selber wird das Wasser gesammelt und der Reis braucht das, um zu wachsen. Ansonsten ist der Reis relativ anspruchslos in Sachen Nährstoffen und solche Terrassen kann man eigentlich das ganze Jahr über bewirtschaften. In Japan ist das schwieriger, weil es halt im Winter sehr, sehr kalt wird. Aber zum Beispiel im Regenwald, Indonesien, Thailand kann man solche Terrassen mehrmals im Jahr ernten und das ganze Jahr über bewirtschaften. Genau, aber jetzt hat man hier ja im Moment diese Blumen drauf. Aber vielleicht ist es wirklich zur Gründüngung, weil es eben auch Hülsenfrüchte sind, dass da Stickstoff in den Boden wieder reinkommt. Wissen wir aber nicht genau.